Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Die Holzbrücke, die in den Wenningstädter Dorfteich hinausführt, wird in diesen Tagen ganz neu aufgebaut. Und rund um den Dorfteich sind in diesem Frühsommer ganz besonders viele niedliche Graugansküken unterwegs. Auf dem ehemaligen Kaltumer Thermegelände wurden in den letzten Tagen Wege angelegt und der Boden eingesät. Dort wird es also noch in diesem Sommer wieder grünen und blühen. Wir haben in der vergangenen Woche einmal ganz früh am Morgen die Backstube von Nielsens Kaffeegarten besucht. Die drei Autorinnen Sina Berwald, Gisa Pauli und Gabriela Engelmann gaben am vergangenen Donnerstag im Kursaal Hoch 3 in Wenningstedt eine gemeinsame Trio-Lesung. Und die Sonnenuntergänge hier bei uns auf Sylt sind in den vergangenen Tagen von ganz besonderer Schönheit. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Dienstag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung, die in dieser Woche vom Emmons Verlag aus Köln präsentiert wird. In den 1950er Jahren bekam die Gemeinde Wenningstedt-Braderup den Dorfteich geschenkt, mit der Auflage, das Gewässer der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Seitdem ist der Dorfteich ein Ausflugsziel im Herzen des Ortes, wunderschön gelegen und ein toller Ruhepol. In diesen Tagen wird die Brücke erneuert. Die Holzkonstruktion war in die Jahre gekommen. Pünktlich zur sommerlichen Saison werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann können die Gäste wieder den Ausblick über den idyllischen Dorfteich genießen. In diesem Frühjahr sind am Wenningstedter Dorfteich die Graugänse zu Gast. Die Insel im Teich bietet den Tieren einen idealen Standort zum Brüten. In den vergangenen Wochen sind die Küken geschlüpft und dieser süße Kindergarten erobert nun die Wege und Wiesen rund um den Dorfteich. Immer gut bewacht von den Eltern schnäbeln die niedlichen Grauganskinder und lassen sich Gräser und Kräuter schmecken. Was für ein schöner Ausblick bietet sich nun wieder im Friesendorf Kaltum, der freie Blick aufs Watt. Noch fehlt das Grün auf dem ehemaligen Thermegelände, aber das ist schon eingesät. Es dauert also nicht mehr lang, bis hier wieder alles grünt und blüht. Dann wird auch der Zaun entfernt und das Gelände geht zurück an die Sylter Natur und kann von den Insulanern und den Syltgästen ganz neu entdeckt werden. Wenn früh am Morgen leise die Sonne über den Horizont krabbelt, herrscht in der Backstube von Nielsens Kaffeegarten bereits geschäftiger Betrieb. Schon um 5 Uhr sind die rund 3500 Brötchen fertig gebacken. Jens Nielsen, der seinen Familienbetrieb in vierter Generation gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth im schönen Friesendorf Kaltum betreibt, hat alle Hände voll zu tun, so früh am Morgen. Und auch in der Backstube geht es heiß her. Nach den Brötchen und den Broten kommen
kommen die feinen hausgemachten Torten, Kuchen und Friesenkekse an die Reihe. Konditormeister René, Bäcker Knut und die Auszubildende Nicole zaubern hier in der Backstube die süßen Köstlichkeiten nach guter alter Handwerkstradition. Viele Tortenrezepte sind in der Bäckerfamilie bewahrt worden und stehen bis heute in der Kuchentheke. Täglich außer dienstags startet der Brötchenverkauf um 6.30 Uhr, am Wochenende um 8 Uhr. Das Café im schönen Wintergarten öffnet von 8 bis 18 Uhr. Es ist ein reichhaltiges Frühstück im Angebot. Leckere Kleinigkeiten, Torten, Kuchen, Kaffee und Co. schmecken auf der sonnigen Terrasse mit Wattblick gleich nochmal so gut. Auf der Facebook-Seite von Nielsens Kaffeegarten erfahren Sie fast täglich alle Neuigkeiten rund um das wunderbare Traditionscafé am Watt. Im Kursaal Hoch 3 in Wenningstedt wurde am Donnerstagabend leidenschaftlich geliebt, gemordet und über die Insel Sylt getourt. Die drei Autorinnen Sina Berwald, Gisa Pauli und Gabriela Engelmann, die seit vielen Jahren nicht nur beruflich, sondern auch sehr freundschaftlich verbunden sind, waren nicht nur auf der Bühne als Trio unterwegs und gaben uns ein tolles gemeinsames Interview. Sylt verbindet ja eure Bücher in schon relativ viele Jahre auch. Ja. Wie kommt es, dass ihr so verbunden seid mit der Insel? Ja, du wohnst ja hier, ne? Ja, bei mir ist es Heimat. Ja. Bei mir ist es Herzensheimat. Herzensinsel, Herzensheimat. Vor 10 Jahren bin ich hierher gekommen und mit 2 Koffern tatsächlich und Laptop auf den Knien, habe keinen Schreibtisch gehabt, Matratze auf dem Fußboden, hatte ich so ein kleines Zimmerchen. Und ja, wie es auch hier so auf Sylt ist, in den ersten 4 Jahren 5-mal umgezogen. Und naja, zum Reddachhäusle hat der Verlag noch nicht genug gezahlt, ich arbeite dran. Aber es, ja, ich lebe da, wo ich immer leben wollte und das ist sehr schön. Und ich mache da Urlaub, wo ich immer wollte. Also ich reise auch schon sehr, sehr lange überhaupt auf den nordfriesischen Inseln, aber Sylt war schon so eine meiner ersten Stationen und hier ist auch die Idee entstanden, den ersten Band dieser Reihe Inselzauber zu schreiben, weil damals, das ist schon ein paar Tage her, gab es ausschließlich Krimis, die auf der Insel gespielt haben und historische Romane, aber eben keine Unterhaltung, wie ich jetzt mal sage, jemand möchte sich einfach entspannen und eben nicht gruseln. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, dann sorge ich doch dafür, dass das passiert und durch dieses Schreiben und Recherchieren auf der Insel bin ich natürlich jetzt häufiger hier, was ja auch nicht das Schlechte ist. Das ist vor allem nicht bei so einem Traumwetter, was wir jetzt gerade haben. Gisa, bei dir, du hast ja den Sprung von Italien nach Sylt gemacht mit Mama Carlotta. Ja, ich springe auch immer hin und her. Ich bin also in Italien auch immer. Ja, also wir waren früher mit den, als die Kinder noch kleiner waren, öfter auf Sylt und haben hier Urlaub gemacht, deswegen war mir die Insel vertraut. Und als ich mich fragte, wie prallen die beiden Temperamente aufeinander, also das eine war klar für mich, das war das Italienische, das andere, da habe ich schon überlegt, wo siedle ich das an? Und wie gesagt, dadurch, dass ich die Insel ein wenig kannte und sehr, sehr schön fand, habe ich mich für Sylt entschieden. Was passiert heute Abend hier gleich im Kursaal Hoch 3 in Wenningstedt? Ja, jeder von uns wird sein Buch vorstellen mit einer kurzen Lesung und wir werden miteinander reden und vielleicht auch mit dem Publikum, wer weiß, ob das klappt. Aber wir wollen nicht nur einfach sture Lesungen halten, sondern wir wollen uns gegenseitig nach unseren Berufen, unserem Alltag befragen und hoffen, dass was Spannendes dabei herumkommt. Das sind ja jetzt eure aktuellen Bücher. Ganz kurz, Sina, worum geht's in kurzen Sätzen? Naja, das ist mein Krabbencocktail. Das ist jetzt der 2. Band, wenn man so will, vom Heringsmord. Das war der 1. Teil. Das ist mein schwäbisches Rentner-Ehepaar auf Sylt und zum Reddachhäusle hat es nicht gereicht, also auf den Kampener Campingplatz, weil ein Hauch von Luxus weht ja überall. Und dann fangen die zwei an zu ermitteln, das in aller Kürze. Aber es ist auch lustig, also es ist nicht nur mega kriminell, sondern es ist vor allen Dingen einfach eine schöne Urlaubslektüre. Sie kommen mit ihrem T1 auf Sylt rum und ja, können so dann ermitteln und Ernst mit seinen Flüchen auf Schwäbisch. Ich kann ja auch alles außer Hochdeutsch, obwohl ich seit 10 Jahren hier lebe. Ich bemühe mich ja immer. Aber da kommen natürlich auch so ein paar schwäbische Flüche vor. Gisa, in deinem Buch wird er auch gemordet? Selbstverständlich wird auch gemordet. Das gehört dazu. Das ist eben der 12. Sylt-Krimi. Ich weiß gar nicht, wie viele Leichen ich hier schon auf Sylt hinterlassen habe mittlerweile. Gott sei Dank habe ich ja die Schwiegermutter meines Kriminalhauptkommissars. Die steht ihrem Schwiegersohn zur Seite und hilft ordentlich mit, wenn es darum geht, die Fälle zu lösen. Gabriela, bei dir geht es ja ein bisschen ums Herz, Herzschmerz, Leidenschaft, Liebe.
Ja, aber vor allen Dingen um Neuanfänge. Ich schicke Buchhändlerin Sophie diesmal nach Keitum ins Buchcafé Büchernest, was viele schon kennen, das ist jetzt mittlerweile der vierte Teil der Reihe. Und der Leser kann sozusagen mit den Augen von Sophie die Insel erkunden. Und es geht schon darum, sie hat eine schmerzhafte Trennung hinter sich und erhofft sich so ein bisschen so einen Neustart auf der Insel. Aber wir wissen ja, dass hier auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Dieses Buchcafé Büchernest steht vor dem Aus und sie trifft einen sehr smarten Treibholzkünstler, einen echten Kerl. Aber auch da dreuen Probleme am Horizont. Mal gucken, ob wir sie lösen können. Heute Abend bestimmt nicht mehr, aber vielleicht im nächsten Band. Der nächste gemeinsame Termin der drei Schriftstellerinnen steht bereits fest. Am 2. Dezember 2018 wird es eine Fortsetzung der Trio-Lesung Gabriela Engelmann, Sina Berwald und Gisa Pauli geben. Dann wird weihnachtlich gemordet und geliebt. Unsere Wochensendung wird präsentiert vom Emmons Verlag. Am
Samstag rollte die große Pfingstabreisewelle in Westerland. Allerdings ging schon am ganz frühen Morgen auf den Zufahrtswegen zum Autozugterminal fast nichts mehr. Mehrere Stunden Wartezeit mussten die Reisenden in Kauf nehmen. Am Vortag war bekannt geworden, dass auf der Zugstrecke zwischen Niebel und Westerland Gleise teilweise abgesackt und beschädigt sind. Daher dürfen an bestimmten Streckenstellen die Züge nur mit 20 km/h fahren. Die Fahrtzeiten sowohl beim Autozug als auch den Personenzügen verlängert sich so und das hat enorme Verspätungen im gesamten Bahnverkehr zur Folge. Pro Stunde und Strecke durfte nur ein Autozug fahren. Alle Fahrgäste, auch die des Autozugs Sylt, wurden mit dem Sylt-Shuttle befördert, um die Strecke zu entlasten. Am späten Nachmittag entspannte sich die Lage deutlich. Danke an das Team vom DRK Sylt, die fleißig Wasser an die Reisenden verteilt haben. Und auch die Sylt-Fähre hatte zugesagt, wenn notwendig, am späten Abend noch eine weitere Fahrt dran zu hängen. Die Einschränkungen im Bahnverkehr bleiben in den nächsten Tagen weiter bestehen.